So, weiter geht's mit Donkey Kong Country 3. Und auf zum Boss der Fabrikwelt. Chaos Karamba. Okay. Ich werde euch zersplusseren. Meine Roboter. Oh. Der was genau machen? Was muss ich denn machen? Aus welchem Grund? Ich muss ja irgendwas mit diesem Boxhandschuh wahrscheinlich. Kann man die vielleicht als Plattform nutzen, die Messer? Das bezweifle ich aber stark. Doch, kann man. Interessant. Okay. Geht's wieder nicht. Okay. Also sehr seltsam. Muss auf jeden Fall vielleicht. Nee. Das muss ja auch Dixie alleine machen können. Timing ist echt seltsam. Ich weiß es nicht. Ist es zu spät oder zu früh? Ich meine, man könnte relativ früh schon drauf, aber. Nee. Oder bin ich zu weit? Okay. Muss man das öfter einfach berühren? Verstehst du? Hat sich was an diesen Lampen da geändert? Ich glaube nicht. Kommt mir so vor, als ob er schneller wäre. Ja, doch, doch, es hat sich was geändert. Was? Warum fliegt dieses Teil da oben so? Soll mich wohl nur ablenken, aber es macht nichts. Nur ablenken. Mann. Wieso prallt man von dem so komisch ab? Och. Also ich wüsste auch nicht, was ich hierzu sagen soll. Muss halt einfach hoch. Ist jetzt nicht schwer. Wow. Ja, aber ich werde trotzdem versagen. Man kann ihn immer nur einmal treffen. Weil dann wird es so schnell, dass man nichts mehr machen kann. Dann hört auch auf nach dem nächsten. Ach komm. Okay, noch eine Chance habe ich. Ist halt echt blöd, weil ich nicht genau weiß, wann ich ihn berühre. Und
weggestoßen werde und wann ich noch draufstehen kann auf diesem Teil. Ey, der ist richtig nervig. Schon nach dem ersten Sprung. Das zweite Blade ist ja unnötig. Aber hier wahrscheinlich noch nicht. Okay. Alles klar. Ich weiß nicht, wie man das abschätzen soll, wann der schießt. Es gibt ja keine Anzeichen. Jedenfalls nichts, was man sehen würde. Das hat nicht gezählt. Komisch. Das funktioniert nicht mehr. Na, dann muss ich mich umbringen. Mal sehen, ob es jetzt wieder funktioniert. So, die erste Phase. Ja, genau. So, die zweite. Hä? Das ist Kongs gewonnen? Nein. Darf nicht sein, das nächste Mal gewinnt Kongs. Was das? Nein. Doch. Sieht aus wie ein Schier. Also ein Einzelner.
Uff. Da, das ist eine Röhre? Alles klar. Braucht man die dann vielleicht sogar, um hier weiterzukommen? Oder ich muss sie wieder zu... Hilfe. Hänge hier fest. Zu Funky bringen. Mal sehen. Huhu, Kili, ein Ski. Nicht so schlecht. Nicht so schlecht? Doch, wir haben da noch ein kleines Problem. Wir brauchen zwei davon, damit die Party abgeht. Ja, das habe ich mir auch gedacht. Wie die Höhlen wieder weg sind. Die geöffneten geheimen Höhlen. Aber mit Skiern werde ich auch nicht den Wasserfall hochkommen. Dann schaue ich hier mal rein. Da ist gleich mal eine Hütte. Und Wasser. Okay. Hallo Kili, wie geht es dir? Ich heiße Blue. Okay. Aber du hast ja gar kein Geschenk dabei. Naja, nicht so schlimm. Geschenk. Okay. Brauche ich dafür den Spiegel? Moment, den Spiegel kann ich mir auch leisten. Den habe ich mir jetzt gar nicht geholt. Aber dann mache ich das noch schnell. Das müsste ja was war. Alter, wieso bleibt man plötzlich so hängen? War doch vorher nicht so. Hier. Ja. Wem gehört das Schloss? Was kann man jetzt fragen? Nun, ich war schon ab und zu dort oben, aber... Zumindest erzähle ich dir, was ich dort beobachtet habe. Los, erzähl. Nun, ganz in der Nähe des Schlosses sah ich ein Schild mit der Aufschrift Hau ab. Da bin ich aber schnell verduftet. Was soll mir das jetzt bringen? Gibt es geheime Höhlen? Ja. Nun, einige sind auf Inseln, Bergen und Bergen. Vier geheimen Höhlen, also bezahlt ist. Also 13. Müsste ich mal nachziehen, wie viel ich schon habe. Ist die Frage, zählt die Höhle auch als geheime Höhle? Wahrscheinlich die, wo ich durch diesen einen Bären freigelegt habe. Das muss vier gewesen sein oder so. Oder nur drei? Eins, zwei, drei. Vier. Aber Berge hat er auch noch gesagt. Mal sehen, ob er das den Spiegel. Ach komm! Renn doch nicht raus. Was der rote Kreis im Kalender bedeutet, ist nicht so wichtig. Jetzt hat er gar nichts mehr von einem Geschenk gesagt. Ja, was bedeutet der? Und was hat der überhaupt markiert? Man erkennt ja nichts. Oh.
Saß Blockade. Ein Unterwasserlevel des Todes. Wie im ersten Teil. Wobei ich die vom Aussehen und vom Gameplay eigentlich gar nicht so verkehrt fand. Aber diese Secrets immer. Ich weiß nicht, ob sie das hier auch noch machen. Weil das ist doch sehr... ja, immer offensichtlich gewesen mit den Geheimnissen. Und nicht so vollkommen absurd. Auch interessante Musik. Ist ja keine Schwierigkeit im Level. Aber auch keine Secrets. Na gut, ist da unten ist was. Lol, das ist ein Secret? Okay. Oh oh. Ach, natürlich bei einer Berührung ist man raus. Der Trick. Ach komm. Okay, ich glaube jetzt wirklich, dass es hier nichts gibt, wo man einfach so durch die Wand schwimmen kann. Traue ich dem Spiel nicht zu. Checkpoint. Aber wie kriegt man hier dann die Decay-Münze? Oder ist man da dann kurzzeitig wieder über Wasser? Warte, das ist doch irgendwie... das ist doch Käse. Doch, da was verpasst. Ich meine, die Fische kommen nicht einfach so von rechts. Ohne dass dann... Ha. Vielleicht jetzt. Das heißt, wenn man die weghauen kann. Ah, guck mal an. Oh Gott, greift die auch automatisch an, oder habe ich mir das nur eingebildet? Ja. Dachte ich mir doch.
33 schon. Ach nö. Ja. Das habe ich nicht gesehen. Aber ich habe schon alles, bis auf die DK-Münze. Ach Mann. Wieder unfaire Hitbox. Das war der erste richtig unnötige Tod. Und davon kommen noch viele, viele. Kann echt schlecht irgendwie bremsen oder so beim Fallen. Dann steigt man immer wieder gleich so ein riesiges Stück nach oben. Aha. Okay, meine Münze. Hey. Wehe, den hätte man noch gebraucht. Er hat schon wieder automatisch angegriffen. Und sich zerstört damit. Ja, dann müsste das jetzt tatsächlich hier sein, ja. Hä? Nee, halt. Dahinter? Ja. Aber das würde die Entwickler vollkommen einschränken in allen dieser Leveln. Mit Wasser. Weil dann könnte der nur außerhalb des Wassers sein. Also die Münze jetzt an sich. Wegen dem Gegner. Naja, vielleicht gibt's auch gar nicht so viele Unterwasserlevel. Ach, kann es sein, dass diese Flagge, die man hier sieht, diesen gelben Strich in der Mitte, oder diesen gelben Teil zumindest, nur hat, wenn man die DK-Münze hat. Das würde auch noch Sinn machen. Weil ich habe nämlich die Anleitung zu dem Spiel mal gelesen. Da habe ich dann auch gelernt, dass Kitty sowas wie ein Wasserhüpfer kann. Damit hätte ich in diesem Flusslevel da wahrscheinlich ohne einen Treffer zu kassieren. Oh Gott. So welche. Ja, die Stellen halt erreichen können. Diese zwei, die mir noch gefehlt haben. Okay, was mache ich gegen den?
Ja, das hilft auf jeden Fall. Ja, und worauf ich eigentlich hinaus wollte, da habe ich dann. Ja, worauf wollte ich eigentlich hinaus? Irgendwas, was in der Anleitung noch stand. Ach du meine Güte. Ich dachte. Ach, das sind Raketenfässer. Oh, aber das ist labyrinthartig. Oder? Auch nach oben gehen. Soll das das Geheimnis sein? Irgendwie schon. Oh. Okay, damit habe ich nicht gerechnet. Man fällt ganz nach unten. Oh nee. Ah ja, genau. Wegen den Deacon-Münzen. Da stand nämlich drin, dass immer diese einen Gegner, die irgendwie. Also nee. Ähnlich wie Schild oder so. Nee. Auf jeden Fall, dass nur die eben diese Münzen haben. Und da stand dann auch noch dabei, dass ein Level ohne diese Münze nicht wirklich als abgeschlossen gilt. Und deswegen komme ich jetzt auf die Idee, dass das ist dann vielleicht doch was mit diesem. Mit diesem Fahnenteil hat, weil die Fahne ist ja der Abschluss quasi. Okay, hier kann ich noch schnell die Bananen wiederholen. Ist nichts. Doch, wieder eine Münze. Ja, das ist ganz interessant. Aber was die jetzt genau bringen sollen und ob die wirklich notwendig sind, um das Spiel an sich abzuschließen, das glaube ich jetzt nicht. Kann man sich hier schräg schießen? Wie soll das gehen? Ich kann nichts mit diesem Fass da machen. What? Was ist denn hier alles? Da gibt es dann vielleicht irgendwo ein Fass und dann tauchen unsichtbare Fässer auf. Ender sind und her schießen. Interessant. Wie es immer hinter diese Fässer geht. Da ist nichts. Okay, da geht es einfach hoch. Da ist auch nichts. Und das sind keine Singer mehr, sondern Bass. Weil die Bass-Sägen am Hintern haben. Oder als Hintern. Diese Kreissägen, die heißen Bass-Saw. Hä? Moment, da fehlt doch was. Hä, wie komme ich denn da hin? Also irgendwie ist das schon ein Fass, aber... Hä? Bin ein bisschen verwirrt. Das fängt ja irgendwo hier an. Okay. War das dann von hier vielleicht gedacht? Ne? Kitty? Was ist mit dir los? Oh nein! Wieso geht's hier runter? Ach nee.
Ah, deswegen. Okay, so weit unten war ich jetzt auch nicht. Oh. Interessant. Aber mehr ist hier nicht. Auch interessant. Einfach nur eine Münze. Ich habe noch keinen Bonus, was glaube ich. Also was in der Anleitung zum zweiten Teil stand, war Squawks schießt Eier oder spuckt Eier. Damit ist es bewiesen. Zumindest in der englischen. Ich weiß es nicht. Warte mal. Ne, da unten müsste dann eigentlich nur wieder. Ich glaube, da unten ist nichts. Und unter den Wasserfall runterspringt. Ach nö. Der da hier schon wieder. Wow! Nein! What? Was war das denn? Okay, komisch. Ist eine Banane. Gibt eine Münze. Und diese Münzen heißen tatsächlich Bärenmünzen. Ich weiß nicht, ob ich das falsch vorgelesen habe. Oder ob da wirklich Bananenmünze stand. Hier im Deutschen. Was ja eigentlich nicht so viel Sinn macht. Ah, aber da ist definitiv was. Ja. Irgendwo, wo man hier hochgeschossen wird, gehe ich davon aus. Und das sind auch keine Claptraps, die heißen auch irgendwie anders. Claptrap. Boah, wenn du hier daneben springst, dann fällst du aber runter. Nö. What? So. Das ist ein Vogel. Ah, das ist Parallel Bird. Und da scheint einfach nur Sachen einzusammeln. Double Kill! Weil Kitty ein bisschen zu fett ist dafür.
Boah. Ach nein, nicht schon wieder. Ah, den Vogel brauche ich. Aber jetzt habe ich Dixie. Vogel hat, dann kriegt man. Wenn man einen Vogel hat, dann kriegt man auch ein Leben. Zumindest an der Stelle. Jetzt kriegt man ein Dreierleben. Oha. Nice. Okay, da ist ein Bonus was. Nummer 2. 60 Sterne. Nein. Einfach. Und das G. So, man kommt da wahrscheinlich von unten. Und jetzt geht's einfach hier weiter hoch. Warte. Das Ziel, das ist ein komisches Fass. Die Dike-Münze. Haha. Interessant. Das. Nö. Moment. Hier prallt's nicht ab. Warte mal. Wie? Nein! Oh Gott. Ja, das geht noch. Ah ja, okay. Moment. Hier ist nichts. Echt nicht. Okay, da haben sie so ein bisschen ein Dimensionsproblem. Ich war eigentlich vor dem Wasserfall. Was macht das Ding? Kann ich das irgendwie nutzen? Ah, das kann sein. Aber man muss irgendwie viel schneller sein. Wenn man einfach reinhüpft, dann fällt es ins Nichts.
Aber so würde es gehen. Da könnte man dann. Aber das Fass hält ja nicht. Ja. Und das schießt nicht schnell genug. Sonst würde es gehen. Sonst wäre die Idee echt gut. Nee. Hä? Kann ich das. Das Fass kann ich ja nicht da reinmachen. Macht aber keinen Sinn. Okay, das verstehe ich jetzt nicht so ganz. Also wenn das da oben sofort schießen würde, oder das Fass nicht verschwinden würde, wenn man es dann langsamer werfen könnte. Steht's. Vielleicht muss ich irgendwie mit ihm. Nee, ist ja genauso. Ha. Ich kann das nicht beschleunigen. Okay, das ist das Rätsel, was ich nicht lösen kann, das erste. Weil ich habe keine Ahnung. Vor allem, was soll das bringen, dass man dahinter gehen kann? Ah, jetzt. So kann man es langsam werfen. Einfach nach oben. Okay, ja, das muss es gewesen sein. Yep. Und Speicherhöhle. Ah, der Part ist jetzt ein bisschen lang. So. Das hört sich an wie Peach Schloss. Peaches. Keine Ahnung. Der Anfang. Und diese Bananenvögel. Oh, die sehen vielleicht grauenvoll aus. Echt albtraumhaft. Mit hoher Auflösung. Aber keine Ahnung, wofür die gut sind. Stand in der Beschreibung, die landen dann einfach hier. Ja, mehr stand auch nicht. Okay, speichern. Bis zum nächsten Mal. Ciao.